Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Hintergründe über die neue Weltordnung, die uns alle in die Versklavung führen soll. Dims, Craps, Schattenmächte, die uns mittels Schuldgeld aus dem Nichts kontrollieren wollen. Demnächst mit eingepflanzten Chip. Bargeld soll abgeschafft werden. Wollt ihr das? Werdet aktiv, macht mit. Wake News Radio, Wake News TV, ohne Blatt vor dem Mund. WakeNews.net. So, ist der Detlef vom Wake News Radio, Wake News TV. Wir sind hier in unserem Montagshock, Friedenshock. Montags, Demo, Friedensmahnwache und so weiter. Wir machen sowieso alles etwas anders hier in Basel. Wir sind hier heute am wievielten? Am 13. Ha, alle haben Sie aufgepasst. 13.10.2014. Ist das ein symbolischer Tag, die wilde 13 oder so? Das werden wir gleich sehen in den ganzen Beiträgen, die kommen. Ja, und klasse, dass ihr auch wieder heute bei uns zuseht. Wir wollen gerne allen auch unsere Informationen weiterleiten, deswegen machen wir die Videos. Und nochmal für alle, die zuhören, es gibt nicht nur die Videos, sondern auch das, was hier live abläuft. Und deswegen freuen wir uns auch für alle, die hierher kommen, auch teilweise von weit her. Aber das kann uns vielleicht nachher in einem Interview noch einer kurz so herüberblasen, woher er kommt sogar, um nach Basel zu kommen, zu unserer Montagsdemo. Und ihr seid auch ganz herzlich eingeladen. Kommt her, immer 19 Uhr am Montag. Na? Also, spannende Sachen. Hallo, liebe Freunde der Wahrheit und des Friedens. Ich habe heute wieder Post bekommen, wunderbar. Und zwar, ich habe da diesem Herrn Hanke am 26.09. geschrieben, dass ich sein Geschäftsangebot mit meinem Zeichen und so weiter, bla bla bla, erhalten habe. Und dass ich dies gerne annehme unter folgenden Voraussetzungen. Das erste, Sie erbringen mir Ihre amtliche Legitimation, was ich immer wieder geschrieben habe seit einem Jahr. Sie weisen darin in notariell beglaubigter Form nach, wofür, wie, wodurch und von wem Sie Rechte zur Vornahme hoheitlicher Handlungen übertragen bekommen haben, sowie Ihren Staatsbeamtennachweis. Gleichzeitig weisen Sie in notarieller Form nach, auf welchen Staat Sie vereidigt worden sind und. Ich möchte das jetzt nicht alles erzählen, weil es ginge zu lang, aber ich habe dann, ach, und ich habe eine Kulanzmitteilung geschickt, wie immer. Jetzt habe ich heute ein Schreiben von dem lieben Herrn bekommen. Sehr geehrter Frau Blablabla, Ihr Schreiben vom 26. wird zu den Akten genommen. Auf Ihre verschiedenen Forderungen und Eingaben etc. nehme ich keine Stellung. Was meine Stellung als Untersuchungsbeamter anbetrifft, so verweise ich auf den Staatskalender 2014 des Kantons Solothurns. Ich bitte um Kenntnisnahme und verbleibe mit freundlichen Grüßen, der Untersuchungsbeamte U. Hanke. Gut, ich war dann im Internet und habe gesucht nach diesem Staatskalender 2014. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich habe dann eingegeben, Solothurner Staatskalender. Dann kommt ein Lageplan. Ein Lageplan? Und dazu, wo diese Staatskanzlei ist, Rechtsdienst, Rathaus, Barfüßergasse 24 in Solothurn. Und dann steht noch, erstellt mit den freien Daten des Kantons Solothurns SO, Ausrufezeichen GIS, Koordination. Habe ich weitergesucht, habe dann gefunden, eigentlich nichts. Ja, Kanton Solothurn, Solothurner Staatskalender, Adressen, Telefonverzeichnisse und bla 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 bla. Und dann habe ich weitergesucht, Schweizerische Eidgenossenschaft, Organisationseinheit, Kanton Solothurn und so weiter. Also ich habe nichts gefunden. Dann per Zufall habe ich sowas gefunden.
Im Kanton Solothurn kann die Zusammensetzung der Gerichte dem jährlichen aktualisierten kantonalen Staatskalender, Solothurner Jahrbuch oder dem Internet entnommen werden. Das heißt, ich bin ja bis vors Bundesgericht gegangen und ich kann mein Anliegen und meine Strafe und so kann ich da in diesem Staatskalender einsehen. Aber ich habe nie irgendwas bekommen, wo die sich legitimieren. Nie. Kein Wort damit. Dann hatte ich noch heute was bekommen von einem fleißigen Bienchen. Und zwar, es ging doch darum, dass die Ämter seit 2002 aufgehoben worden sind. Beamtenstatus. Und das stimmt tatsächlich, Aufhebung, Beamtenstatus, Ausführungsgesetzgebung beschlossen. 28.03.2001 Solothurn, der Regierungsrat hat das Ausführungsgesetzgebung zur Änderung des Staatspersonalgesetzes beschlossen. Damit kann die Aufhebung des Beamtenstatus für das Staatspersonal und für sämtliche Lehrpersonen auf Beginn der Amtsperiode 2001 bis 2005, das heißt auf 1. August 2001, umgesetzt werden und so weiter. Und dann habe ich noch was in die Hände bekommen, was ich ganz spannend finde. Ich zeige es mal schnell. Also, die Abschaffung des Beamtentums in der Schweiz zum 01.01.2002. Auftrag. Am 12.09.2002 wurde der Parlamentarische Beratungs- und Gutachterdienst des Landtags Nordrhein-Westfalen mit der Beantwortung der Frage beauftragt, wie die Schweizer das Beamtentum abgeschafft haben und welche Lernmöglichkeiten sich daraus für die Bundesrepublik Deutschland ergeben. Hä? Das kommt vom Parlamentarischen Beratungs- und Gutachterdienst des Landtags Nordrhein-Westfalen. Spannend, oder? Ich denke, wir gehören auch zur EU. Dann wären da noch ein paar Fragen dazu. Magst du schnell kommen? Also, mein Name ist Jorenz. Ich bin schon ein bisschen länger in Mahnwache und ich habe die Sache von Lilu verfolgt. Auch wenn ich sage, auch wenn ich nicht alles verstanden habe, dennoch habe ich jetzt ein paar Fragen, weil letztes Mal hast du, also innerlich, das war ein Hilfeschrei, weil du hast gesagt, es geht uns für alle was an. Ich habe den Ordner angeschaut, ich war innerlich, so ein Ordner da, hallo? Mhm. Weil. Das ist nur einer von zweien. Also gut, ja, und. Und du hast gesehen, man hat gemerkt, du stehst da alleine fast schon. Du hast gesagt, ich unterstütze ein paar Personen. Aber im Grunde genommen, wenn es hart auf hart kommt, über den zwei Polizisten, stehst du eigentlich allein da. Es ist so. Frage, ich stelle einfach ein paar Fragen, weil ich habe nicht alles verstanden, aber ich habe so Fragen. Ich denke, die Leute sind draußen. Wenn jetzt du das bezahlst, jetzt von heute auf morgen, was musst du jetzt in diesem Moment, nach diesem einen Jahr, was musst du jetzt ungefähr jetzt denn blechen? Ja, das sind so ungefähr so 1000 Franken für das jetzt. Also, ich weiß natürlich nicht, was noch alles dazugekommen ist unterdessen, weil es kommt ja immer wieder was dazu. Mhm. Also wenn quasi, wenn... Aber mir geht es ja nicht um das Zahlen, mir geht es darum... dass ich die amtlichen Legitimationen der Ämter, der sogenannten, bekomme. Und das bekomme ich nicht. Oder wenn die Polizei vor der Tür steht, wie vor ein paar Wochen, und ich frage nach dem Ausweis, dann zeigen sie auf ihre Uniform und sagen, das ist unser Ausweis. Dann stehst du mit zwei Typen da, ich alleine als Frau, und verlange zweimal bitte den Ausweis. Da kann ja jeder kommen und sagen, das ist mein Ausweis. Und die sagen, wenn sie nicht mitmachen, führen wir sie mit Handschellen ab. So, oder? Ja, also es geht. Ich kann den Betrag verdreifachen, Lilo, das kann ich ungefähr.
Und als du gesagt hast, es geht uns was alle an, das war ein indirekter Wunsch von dir, wir sollen uns damit befassen. Genau. Ich habe zum Beispiel jetzt ein Billag bekommen, schon länger her. Da steht, ich soll 340 blechen, einfach so. Ich habe da angerufen, weil da stand ein Beilag. Wenn Sie jetzt nicht das zahlen, bla bla bla, kann man Sie bis zu 5000 Franken bestrafen. Habe angerufen, was soll der Scheiß? Das habe ich so am Telefon gesagt, ey. Ja, wissen Sie, das ist nicht so, aber... Und hat sich ist ein Ruder gekommen. Das ist Angstmacherei, was ich sagen will. Also wenn einer 5000 Franken Buße kriegt, weil er 340 nicht bezahlt hat, also sorry, dann, wenn er sie zahlt, dann hat er sie verdient. Sorry, das geht nicht. Das ist, ich möchte sagen, die machen euch Angst, Leute. Das ist ganz wichtig. Und ja, dann habe ich jetzt Mahnung bekommen jetzt. Ja, bitte melden Sie sich, das ist per Internet, man muss per Internet machen. Melden Sie sich bitte. Das ist 2 Monate her, ist noch nichts passiert. Ich lasse mal laufen. Das ist quasi mein kleines Projekt so nebenbei. Ich weiß nicht, wie es ablaufen wird. Es kann sein, dass ich ganz schnell einknicke. Es kann sein, dass ich standhaft bleibe. Wie gesagt, das ist für mich ganz neue Erfahrung. Und du bist da länger dabei. Und wenn ich da Papiere höre, was sie da... Ich weiß immer noch nicht, was ist Kulanzmitteilung. Kannst du ganz kurz jetzt erklären für die anderen? Also die Kulanzmitteilung hat damit zu tun, dass es da drin steht, erstens, dass diejenigen, die mir ein Schreiben schicken, dass die verantwortlich sind, weil sie sich nicht ausweisen können. Was immer sie mir schicken, sie sind verantwortlich dafür. Das zweite ist, es steht über OPPT drin, das heißt One People Public Trust. Und da geht es darum, dass im Ende 2012 oder so im 2012 hatten 3 Menschen, ich glaube es sind Anwälte, hatten den Auftrag einer Großbank in der Schweiz, UBS wahrscheinlich, hatten den Auftrag zu schauen, was passiert, wenn die Steuergelder benutzt werden, um die Banken zu retten. Und sie haben herausgefunden, dass es ein absolutes Desaster ist. Und wir haben ja schon viele Banken gerettet, überall auf der ganzen Welt werden Banken mit unserem Steuergeld gerettet. Geil. Und die sind dann auch noch weitergegangen. Also man kann das verfolgen im Internet. Man kann Kulanzmitteilung eingeben, dann kommt das. Dann kann man OPPT eingeben, dann kommen die ganzen Informationen über diese Menschen. Die haben einen Erlass gemacht, und zwar, dass alle Ämter und alle Firmen und alle Banken zwangsvollstreckt werden und wurden. Ja? Und dass zwischen dem Menschen, also mir und dem Schöpfer, keine Hierarchien sind und dass das Ganze ein Sklavensystem ist und dieses Sklavensystem dadurch, dass zwischen mir und dem Schöpfer nichts mehr ist, kein Sklavensystem mehr ist, dass das aufgehoben ist. Und dieses wurde dann Dezember 2012 in Kraft gesetzt, beziehungsweise man konnte 3 Monate lang etwas dagegen sprechen. Oder man konnte sagen, nein, es ist kein Sklavensystem und so weiter. Hat niemand gemacht, also wurde das neue Gesetz in Kraft gesetzt, März 2013. Welches Land jetzt? Auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt, genau. Das heißt eigentlich, wir sind frei. Es heißt nicht eigentlich, sondern wir sind frei. Gell? Es ist einfach wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass wir darüber wissen. Und dass das wirklich die Runde macht, weltweit die Runde macht. Und es ist gerade ein schöner Übergang, weil ich hab noch ein paar Dinge aufgeschrieben. Hast du noch Fragen, Jorenz? Ja, okay. Wie gesagt, das mit OPT habe ich gewusst, aber wie gesagt, weil du hast öfters Kulanz erwähnt und ich glaube nicht jeder weiß es, das war noch wichtig, dass du es wiederholst. Hey. Als du noch gesagt hast, es geht uns was alle an, hast du auch sicher gemeint, wir sollten die Information primär verbreiten. Ich sage dies, dies verbreitet, jeder verbreitet uns, aber wir sollten anfangen, es zu verbreiten und anfangen, es so zu leben, sind 2 unterschiedliche Sachen. Also. Und da hapert es enorm. Ich muss sagen,
dir sagen, warum. Ich kann dir auch sagen, wieso, weil ich bin betroffen. weil die Leute haben ganz einfach Angst. Ich muss sagen, ich bin nicht der mutigste Mensch auf der Welt, dass ich mich jetzt mit dem Staat anlege wie du, Lilou. Ich bewundere deinen Mut, muss ich ehrlich sagen. Ich habe schon ein bisschen da Schiss, mit dem Staat anzulegen. Deshalb mache ich jetzt durch. Ich lege mich nicht an mit dem Staat. Ich lege mich nicht an. Ich will einfach, dass die mir zeigen, dass sie berechtigt sind, das zu machen, was sie tun. Weil es kann nicht sein, dass ich das Gleiche mache, was meine Eltern gemacht haben, nämlich in dieser Maschinerie mit, und ich mache mir keine Gedanken darüber, ob das stimmt, weißt du? Also ich lege mich nicht mit dem Staat an. Ich möchte einfach Klarheit, ob das legitim ist, was die tun. Und bis jetzt habe ich herausgefunden, dass es das nicht ist. Sorry, da habe ich falsches Wort genommen, ey. Nein, das hätte ich so gemacht, weil ich benutze einfach einfache Sprache. Es ist auch wichtig, dass wir nicht da rüberfahren. Genau. Eigentlich, da müssen wir einfach, wenn jetzt 15.000 Leute anfangen, das zu machen, was du machst jetzt, dann haben die Leute da eigentlich keine andere Aufgabe, als nur uns Rückbriefe zu schreiben eigentlich. Und ich versuche das mit Babilak so hinzuziehen, wie es geht, aber es müssen eigentlich mehr Menschen das Mut zu haben, das zu machen. Auch wenn ihr jetzt da am Ende doch das zahlt, damit zeigt ihr, hallo, wir wissen es. Auch wenn ihr nicht bei jeder Sache, aber einfach bei jeder Rechnung könnt ihr das versuchen. Das ist ein Anfang. Wie gesagt, du hast gesagt, du machst noch separat das Video irgendwann davon, wie man zum Beispiel vorgehen kann, wie man das Texte schreibt, weil davon habe ich auch keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin schon hier mit euch drin, mit einem gleichen Boot drin, aber trotzdem, ich bin nicht da, wo ich sage, jetzt, bumm, jetzt, da ist noch irgendwas da. Man muss erlernen. Das ist ganz wichtig. Weißt du, was das Wichtigste ist? Ich habe mir zum Beispiel den YouTube-Beitrag von Gudrun Knorek 100-mal angeschaut. Gudrun Knorek, Staaten und Firmen sind zwangsvollstreckt. Das habe ich mir 100-mal angeschaut. Immer wieder beim Arbeiten nebenbei, immer wieder gehört, was sie zu sagen hat. Und bis es eigentlich in mir drin war, bis ich es begriffen habe, um was das es da geht. Und dann habe ich angefangen, Kulanzmitteilung zu schreiben. Okay. Und wenn ich die Kulanzmitteilung schreibe, weiß ich schon wieder, um was das es geht. Aber ich könnte es jetzt dir nicht alles so frei von der Leber weg erzählen, weißt du. Aber ich denke, das Wichtigste für alle ist, dass wir erstmal checken, was da abläuft, weißt du? Also auch mit OPPT, was da abgeht. Ich bin jetzt seit 1,5 Jahren unterwegs mit OPPT. Also ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht. Am Anfang ging es mir auch so, kann nicht sein. Unmöglich. Was, das sind doch alles keine Firmen. Und dann habe ich nachgeschaut und ich habe die DUNS-Nummern gesehen, ich habe die Firmen gesehen. Im Internet kann man alles nachschauen und irgendwann fängt es dann an zu rattern. Ja, aber wenn das alles Firmen sind, ich habe ja keinen Vertrag mit einer Firma. Und dann kam mir, ah doch, ich habe einen Vertrag. Wenn ich meine Steuererklärung unterschreibe, habe ich den Vertrag gemacht. Ich habe den Vertrag unterschrieben, ich bin diesen Vertrag eingegangen, weißt du? Also es geht eigentlich nur darum, Menschen zu finden in diesen sogenannten Ämtern, die bereit sind, da hinzuschauen und die Kulanzmitteilungen auch mal zu lesen, weißt du? Also ich gehe auch auf diese Ämter und sage, haben Sie die Kulanzmitteilung gelesen? Es wäre wichtig für Sie, dass Sie sie lesen. Weil es geht sie auch etwas an. Sie sind auch Bürger dieser Welt. Und da wird halt gelacht, aber irgendwann, wenn viele kommen und dasselbe machen und dasselbe sagen, dann müssen die hinschauen. Ja, das geht's. Ja. Genau. Ich habe eigentlich keine Frage. Okay, also gut, wunderbar. Okay. Ich habe ja seit längerem, schaue ich mir immer wieder so Beiträge in YouTube an. Eben, ich habe meinen Fernseher schon lang zum Fenster rausgeschmissen, sozusagen.
Und ich habe, das erste, wo ich hellhörig wurde, war bei Pelzig, Neues aus der Anstalt. Da war Horst Seehofer, kennt ihr wahrscheinlich. Das ist der bayerische Ministerpräsident über das Regierungsprogramm. Am 28. Mai war das Interview 2010. Da sagte er wortwörtlich, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Und dieser Satz hat mir echt zu denken gegeben. Dann habe ich so rumgestöbert im Netz und bin dann auf solche Sachen gekommen. Ich lese jetzt einfach nur Zitate. Premierminister Benjamin Disraeli. Die Welt wird von ganz anderen Persönlichkeiten regiert, als diejenigen glauben, die nicht hinter die Kulissen blicken. Okay. Dann Präsident Frank Delano Roosevelt. In der Politik geschieht nichts zufällig. Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, dass es auf diese Art und Weise geplant war. Also, man sagte immer wieder, ich sei ein Verschwörungstheoretiker. Ich habe mal neulich gehört, muss ich mir das sagen lassen von Wahrheitsverweigerern? Okay. Dann Woodrow Wilson, US-Präsident und Freimaurer. Ich sage jetzt nicht, was Freimaurer ist, Sie können selber nachschauen. Einige der größten Männer der Vereinigten Staaten auf den Gebieten von Handel und Produktion haben Angst vor etwas. Sie wissen, dass es irgendwo dort eine Macht gibt, wo immer dort ist, gell? So organisiert, so subtil, so wachsam, so verwoben, so komplett, so durchdringend, dass sie deren Verdammung besser nie anders als hauchend leise aussprechen. Solche Sätze. David Rockefeller, Weltbankier und Bilderberger, in seiner Autobiografie Memoiren von 2006. Manche glauben gar, wir seien Teil einer geheimen Kabale, die entgegen den besten Interessen der USA arbeitet, charakterisieren mich und meine Familie als Internationalisten und Verschwörer, die gemeinsam mit anderen weltweit eine integrierte globale politische und wirtschaftliche Struktur schaffen, eine Welt, wenn sie so wollen. Also eine Welt. Neue Weltordnung, hä? Wenn das die Anklage ist, dann bin ich schuldig und ich bin stolz darauf, sagt der Mann. Also einfach, dass ihr wisst, wer uns eigentlich regiert, die obersten Ränge. Aber was dahinter ist, es gibt ja noch andere, gell, wer die obersten Ränge regiert. David Rockefeller, Weltbankier und Bilderberger, 1994 vor dem Wirtschaftsausschuss der Vereinigten Nationen, UN Business Council. Wir stehen am Rande einer weltweiten Umbildung. Alles, was wir brauchen, ist die richtige, allumfassende Krise und die Nationen werden in die neue Weltordnung einwilligen. Also die Krisen, die wir haben, die werden gemacht. Also ich glaube, langsam checken wir es alle. David Rockefeller, Weltbankier und Bilderberger im Juni 1991. Wir sind der Washington Post, der New York Times, dem Time Magazine und anderen großen Publikationen dankbar, deren Chefredakteure an unseren Treffen in der Vergangenheit teilnahmen und die Zusage der Vertraulichkeit fast 40 Jahre lang respektierten. Es wäre unmöglich für uns gewesen, unsere Pläne für die Welt zu entwickeln, wenn wir all die Jahre im Rampenlicht der Öffentlichkeit gestanden hätten. Nun ist unsere Arbeit jedoch soweit durchdacht und bereit, in einer Weltregierung zu münden. Die
subtrationale Souveränität von Weltbanken und einer intellektuellen Elite ist sicher der nationalen Selbstbestimmung, welche in den letzten Jahrhunderten praktiziert wurden, vorzuziehen. Also, Henry Kissinger und so weiter, The Final Days hat er geschrieben, Kapitel 14, da steht: Militärpersonal ist blödes, dummes Vieh, das man als Bauernopfer in der Außenpolitik benutzt. Hallo? Dann sagt er noch, wer das Öl kontrolliert, der beherrscht die Staaten. Wer die Nahrungsmittel kontrolliert, der beherrscht die Völker. Und wer das Geld kontrolliert, der beherrscht die Welt. Also das Öl wird kontrolliert, ganz klar. Die Nahrungsmittel, logisch auch, Gruß von Monsanto und Co. Und das Geld, logisch, die Banken. Bilderberger Treff in Evian, Frankreich, 21. Mai 1992. Heute wären Amerikaner außer sich, wenn UN-Truppen nach Los Angeles kommen würden, um wieder Ordnung herzustellen. Morgen wären sie dankbar. Das trifft insbesondere dann zu, wenn ihnen erzählt wird, dass eine Gefahr von außen existiert. Ob nun wahr oder erfunden, die unsere Existenz bedrohte. Es ist dann so, dass alle Menschen der Welt den Führern der Welt beipflichten, damit diese sie von dem Bösen erlösen. Aber hallo, soll ich weitermachen? Ja. 1993 bei einem Treffen im Haus der Weltkulturen in Berlin. Vier Botschafter der Siegermächter des Zweiten Weltkrieges brauchten über das Berlin-Abkommen nichts viel zu verhandeln. Sie brauchten nur den Text zu unterzeichnen, den die Bilderberger ausgearbeitet hatten. Franklin Delano Roosevelt: Die reine Wahrheit ist, dass der Hochfinanz die Regierung gehört, und zwar seit den Tagen von Andrew Jackson. Dann Braun, Karl Otto, Pearl Harbor in der neuen Sicht, in neuer Sicht, wie F.D. Roosevelt die USA und den Zweiten Weltkrieg geführt hat. In der Politik geschieht nichts durch Zufall. Wenn etwas geschah, kann man sicher sein, dass es geplant war. Dann John F. Kennedy am 27. April 1961. Denn wir haben es mit einer monolithischen und rücksichtslosen weltweiten Verschwörung zu tun, die sich hauptsächlich auf verdeckte Mittel zur Erweiterung ihres Einflussbereichs stützt. Auf Inflation statt Invasion, auf Subversion statt freier Wahlen, auf Einschüchterung statt Selbstbestimmung, auf Guerillas in der Nacht anstatt Armeen bei Tag. Es ist ein System, welches beträchtliche menschliche und materielle Ressourcen in den Aufbau einer eng verknüpften, hocheffizienten Maschinerie verstrickt hat, die diplomatische, geheimdienstliche, ökonomische, wissenschaftliche und politische Operation kombiniert. Also mir wird langsam klar, warum der arme Mann umgebracht wurde. Der wollte was Besseres für uns. Dann Eisenhower, 1961, wir müssen die Gremien unserer Regierung gegen die unberechtigte Einflussnahme durch den militärischen industriellen Komplex schützen. Das Potenzial für eine verhängnisvolle Zunahme unberechtigter Macht existiert und besteht fort. Wir dürfen unsere Freiheit und demokratischen Gepflogenheiten niemals durch diese Einfluss gefährden lassen. Wir sollten nichts als selbstverständlich betrachten. Nur wachsame und informierte Bürger können ein angemessenes Zusammenwirken dieser riesigen industriellen und militärischen Maschine mit unseren friedlichen Methoden und Absichten herbeiführen, sodass Sicherheit und Freiheit zusammen gedeihen. Wer in einer Demokratie einschläft, muss damit rechnen, in einer Diktatur aufzuwachen. Ich würde empfehlen, geht mal in YouTube und schaut dem Erwin Pelzig über Goldman Sachs das Ganze.
was er da gesagt hat. Die Abteilungen und das Personal davon, das ist absolut grandios. Wir machen dann noch die Links dazu. Gell? Dann der Henry Kissinger, er ist ein Friedensnobelpreisträger, US-Präsident, Berater, Ex-Außenminister und Bilderberger, sagte Oktober 28, 1973, das Illegale tun wir sofort, das Verfassungswidrige dauert etwas länger. Gell? Friedensnobelpreisträger, wohlverstanden. Wozu? Also, dann hat irgendjemand, ich weiß nicht mehr wer, hat gesagt, sie werden keine Rücksicht nehmen auf uns. So wie sie in Irak auf die Kinder und Familien keine Rücksicht nahmen. Und jetzt natürlich in der Ukraine. Ich habe letztes Mal etwas gesagt von dem Mark, dem Journalisten, der in der Ukraine weilt. Also, genau. YouTube, Bilderberger, die Wahrheit, die Falle, das müsst ihr auch sehen, absolut genial. Dann möchte ich noch was sagen zu den Chemtrails, weil das Ganze eben auch dazu gehört. Ich hatte auch mega lange, bis ich gecheckt habe, was da eigentlich abgeht. Mir hat mal jemand gesagt, ach was, die Chemtrails, die gibt es schon seit 20 Jahren, das war schon immer so. Der Himmel hat schon immer so ausgesehen. Und ich mag mich erinnern, nächstes Jahr werde ich 60. Also ich kenne diesen Himmel seit mindestens 55 Jahren, so bewusst. Und wir waren jedes Wochenende draußen in der Natur und der Himmel war immer strahlend blau. Geil? Und wenn es so wäre, dass früher der Himmel genauso ausgesehen hat wie heute, wäre das in den alten Gemälden drin. Das würde man sehen in den alten Gemälden, so wie man zum Beispiel in den alten Gemälden auch UFOs sieht. Ja, wir werden das auch noch ins Netz stellen. Okay? Also, noch einmal, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber auch kein Wahrheitsverweigerer. Okay? Im YouTube Drive, was wirklich auf der Welt geschieht und zweitens niemand wissen soll. Ganz toller Film, wirklich empfehlenswert. Die gehen auch recht weit. Ja, ihr seht, wie viel brandheiße Informationen hier rauskommen. Brandheiße Informationen, obwohl sie uralt sind. Der Film heißt übrigens Thrive, schreibt sich T-H-R-I-V-E. Thrive, das ist übrigens von einem der Erben von Procter & Gamble, von Gambles, das ist eine Familie gewesen, die also Aktienanteile hatte an dem großen Konsumgüterkonzern Procter & Gamble. Das ist der Foster Gamble mit seiner Frau, der also da erheblich daran gearbeitet hat, das Wissen, was er hat und die Mittel, die ihm zur Verfügung stehen, in eine positive Richtung zu wenden und dafür einzusetzen, hoffen wir, dass er diesem Vorsatz treu bleibt. Okay, ja, wir gehen weiter. Ich möchte jedem hier gerne die Möglichkeit geben, noch etwas zu sprechen. Aber bevor wir das tun, noch eine kurze Ergänzung, gerade was die Medien angeht. Da hat es ja jetzt einen Skandal gegeben, sozusagen, in der Medienlandschaft in der Bundesrepublik in Deutschland. Nämlich hat der Herr Udo Ulfkotte gerade ein Buch geschrieben, die Lügen der Medien beschrieben, die also wirklich aus seinem Herzen geschrieben ist, weil er selbst war, soweit ich mich richtig erinnere, 17 Jahre dort bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung tätig als normaler Massenmatrix-Journalist, ist häufig versucht worden, also er spricht auch anscheinend in dem Buch, das ich noch nicht gelesen habe, darüber, wie er selbst auch behandelt wurde, was er selbst auch veröffentlicht hat, und gibt anhand seines eigenen Beispiels zu, dass er selbst auch
eben den, ja, den, dem Zwang unterlegen ist oder gewesen ist, seine Ansichten einem oberen Ziel unterzuordnen. Ist doch nett gesagt, ne? Okay, und aus dem Grund wird jetzt natürlich diese ganze Geschichte hochgepusht, weil er damit offenkundig macht, dass alle wesentlichen Medien, allen voran die FAZ, kontrolliert sind. Das heißt, die werden gekauft. Die Informationsmacht der FAZ wird also gekauft von anderen, die ein Interesse haben darin, diese Informationen darüber zu streuen. Und da ganz oben an sind auch Geheimdienste zu finden. Aber ich will hier nichts vorwegnehmen, da ich das Buch selbst auch noch nicht gelesen habe. Kann ich daraus auch wenig erzählen, aber es ist unglaublich. Es hat jetzt zum Beispiel ein holländischer Journalist, da gibt es auch ein Video und Berichterstattungen bereits, auch in den sogenannten neuen Medien, bei der FAZ angerufen, um eben die Stellungnahme der FAZ zu dieser Veröffentlichung des Buchs von Herrn Dr. Ulf, Udo Ulfkotte zu bekommen. Und das ist ganz spannend, weil es ist eine Live-Aufnahme, nichts Gestelltes und keine Satire, der also von einer Stelle zur anderen weiter verbunden wird bei der FAZ, also der nimmt das Telefongespräch auf und keiner will sich äußern, bis er dann ganz zum Schluss zur Pressestelle kommt, eine Dame, die also sagt, ja, Sie wissen, Sie kennen das Buch, aber Sie werden keine Stellungnahme abgeben. Dann sagt er inhaltlich, ja, aber das heißt ja, wenn Sie sagen, Sie geben keine Stellungnahme ab, dass Sie das mehr oder weniger ja dann auch nicht kommentieren und dann heißt es, dass das vielleicht stimmt, was er schreibt. Und planen Sie nicht, dass Sie gegen den Herrn Ulfkotte da jetzt einen Prozess anstrengen, wegen Verleumdung oder sonst irgendwas? Nein, dazu würden Sie keinen Kommentar abgeben. Dann sagte er, ja, dann kann ich nur schreiben jetzt in den Veröffentlichungen, die ich jetzt plane, dass Sie offenbar mit den Inhalten kein Problem haben. Ne? Ja? So, und das heißt, das ist das beste offizielle Beispiel dafür, dass wir eben von den sogenannten Matrix-Medien belogen werden von Tag zu Tag, dass alle Geschichten, auch im sogenannten Fernsehen, da hatte ich heute auch noch ein kurzes Statement gehört in, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Sender das war, ich glaube, das erste deutsche Fernsehen, die also dort das Buch auch kommentierten und sagten, zogen also erstmal den Herrn Ulfkotte runter, der ist also irgendwie Verschwörungsheini und so weiter, ne? Ich sage das jetzt inhaltlich mit meinen Worten, ja, und machten den erstmal nieder, wie sie es gerne tun. Und dann sagten sie, ja, aber der war natürlich lange bei uns und so oder bei der FAZ und dies und der hat auch schon ganz gute Arbeit gemacht und hat das mal auch und so und ja, aber man müsse es jetzt diskutieren, weil es ist ja, es wird jetzt wahrscheinlich auf die Bestsellerliste kommen. Ah, oh, das ist aber natürlich ein Autor, der also wahrscheinlich nicht viel Ahnung hat dann vom Geschäft, wenn das im Bestseller-Hits ganz oben landen könnte, oder? Also es gibt Millionen Leute, die sich jetzt für diese Veröffentlichung interessieren. Und das ist was Schönes, denn das gibt uns Gelegenheit, auch mal ganz offiziell über diese Lügengeschichtchen der Matrix-Medien zu sprechen. Lange Rede, kurzer Sinn, alles wird aufgedeckt. Die Lügen werden keinen Bestand haben. Nur die Wahrheit wird siegen und das ist das, was uns interessiert. Die Wahrheit und der Frieden, das ist das Motto, was wir hier uns setzen in diesen Veranstaltungen. Wir sind für den Frieden, denn nur mit Frieden können wir normal und vernünftig miteinander leben. Und das weltweit. Wir brauchen keine Lügen. Und was wir eben hörten von Lilo als Vorsprecherin, von eben, alles ist scheinbar eine Verschwörung gegen die Menschheit, wenn man alle Bausteinchen zusammentut. Und das sollten wir tun. Das tun wir auch bei Wake News. Und wenn ihr da wollt, könnt ihr gerne auch mal reinschauen. Wir diskutieren das immer dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr live und später als Aufzeichnung in Videoform. Ja, herzlichen Dank für euer Interesse. Es gibt gleich noch mehr, aber wir machen eine kurze Pause. Ja, hallo zusammen. Es freut mich, dass ich hier auch bei euch etwas sagen darf. Ich bin der Martin und ich finde das sehr gut, dass ihr da diese Montags-Friedensmahnwache oder wie ihr dem sagt, macht.
Ich habe da auch schon ein bisschen beobachtet in Deutschland und ich finde das also wirklich gut und danke euch dafür, dass ihr das macht und dass ihr alle auch hier seid. Das finde ich sehr wichtig. Und ich würde gerne auch etwas noch sagen zu den Medien. Eigentlich anknüpfen an dem, wo vorhin der Detlef gesprochen hat, von dem Udolf Kotte. Hat mich auch ein bisschen beschäftigt in der letzten Zeit. Und auch was die Lillo noch, all die Zitate, die Lillo noch heruntergelesen hat vorhin, sind mir auch sehr bekannt, diese Zitate. Und ich denke, wir sind ja gerade darum hier, weil wir das nicht wollen. All diese Aussagen von diesen hohen Politikern, wir wollen nicht, dass sich das erfüllt, was sie da gesagt haben. Und das ist für mich der Grund, warum ich auch hier bin, warum ich überhaupt diese ganze Aufklärungsarbeit mitmache, wo ich da drin bin. Ihr seht vielleicht, ich habe da ein Teeleibchen an, nicht ein T-Shirt, ein Teeleibchen, wo drauf steht S und G. S und G, das heißt, man soll das essen. Die S und G ist das, ist dieses Blatt. Ich mache mal so ein Wortspiel daraus. Man soll das, wo hier geschrieben steht, in diesem Blatt essen und dann gehen und es predigen. Verkünden. Ja, die S&G, ich möchte eigentlich die S&G kurz vorstellen auch, oder? Das ist, es steht da drauf, Stimme und Gegenstimme. S&G, Hand Express. Die Völker haben ein Recht auf Stimme und Gegenstimme. Und das, aus dem Grund machen wir dieses Blatt. Wir versuchen hier die Gegenstimme zu bringen. Die Stimme, die hören wir tagtäglich, hören wir aus dem Radio, Fernseher. Ich bin auch dafür, dass wir den Fernseher rausschaffen. Ich habe selber auch keinen, finde das gut, was Dalila sagt, immer wieder, schmeißt den Fernseher raus. Und eben die Gegenstimme, wir brauchen die Gegenstimme, weil ohne Gegenstimme können wir uns gar keine eigene Meinung bilden. Wenn wir nur eine einseitige Information bekommen, dann das ist eine Katastrophe, das ist einfach schlecht. Und darum schreibe ich selber auch für die Gegenstimme, für dieses Blatt. Und es hat hier oben beim Kopf stehen da ganz, ja, für mich wichtige Dinge. Ich lese die kurz vor. Klarheit durch intelligente Analytiker. Klarheit durch intelligente Analytiker. Wenig Gehörtes vom Volk fürs Volk. Frei und unentgeltlich. Inspirierend. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker, Finanzmogule brauchen wir. Weltgeschehen unter der Volkslupe. Das ist die S&G. Ich habe die neueste Ausgabe mitgebracht. Ich durfte die letzte Woche auch zusammenstellen, die Zusammenstellung von den Artikeln machen und ein bisschen recherchieren, auch schauen, was will ich reinnehmen. Und ich würde gerne, wenn das recht ist, würde ich gerne das ein, zwei Artikel daraus vorlesen. Das Intro, fange ich gleich an mit dem Intro, haben wir immer so eine Einführung für das Blatt. Es geht um die Umsturzversuch in China, geht es im Intro. Also das war der Titel von einem Kommentar. Was in China gerade wieder vor sich geht, ist für das geschulte Auge bereits ein alter Zopf. Ein und dieselben Abläufe wiederholten sich doch in der Vergangenheit vor unser aller Augen bis zur Ermüdung. Von Afghanistan über den Irak, über Libyen, die Länder des sogenannten arabischen Frühlings, bis hin über die Ukraine und Syrien zeigte sich immer ein und dasselbe Muster. Aufstrebende Nationen, die zum Teil kurz vor ihrer völligen Unabhängigkeit standen, allem voran vor ihrer Loskoppelung vom US-Dollar, wurden gezielt okkupiert. Okkupiert meint,
von politisch durchorganisierten, gut ausgebildeten Unruhestiftern unterwandert und aufgewiegelt. Aus zuvor friedlichen Demonstrationen entwickelten sich dann aber zunehmend brutale Exzesse, blutige Auseinandersetzungen und zuletzt unkontrollierbare Ausschreitungen. Irgendwann tritt dann schließlich die selbsterwählte US-Weltpolizei in Erscheinung und schiebt die Schuld für alles ihren Gegenspielern, den sogenannten diktatorischen Regierungen zu, in die Schuhe. So nämlich, wie man im Schnee die Spuren aller Tiere genau voneinander unterscheiden kann, so hinterlassen jene Kräfte immer wieder die gleichen Spuren, die seit Jahren ein Volk nach dem anderen destabilisieren und zu Fall bringen. Alles deutet wieder darauf hin, dass vom arabischen Frühling bis nach Hongkong ein und dieselben Agitatoren am Werke waren. Eine Stabilisierung der Weltlage kann nur eintreten, wenn die listigen Kriegstreiber von jedermann erkannt werden. Wir dürfen uns von denselben nicht mehr länger aufwiegeln, spalten und beherrschen lassen. Das ist das Intro. Dazu vielleicht gerade noch der erste Artikel mit dem Titel «Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte». Das ist, habe ich aus einem Interview entnommen von Daniele Ganser, dem Historiker und Friedensforscher, den er dem Deutsche Wirtschaftsnachrichten hat er ein Interview gegeben. Das hieß, das kann man auch, da gibt es eine Webseite, NATO-Experte, aus Sicht der USA ist Deutschland ein besetztes Land, war der Titel vom Interview. Hier geht es jetzt allerdings in dem Artikel nicht direkt um das, aber er sagt da, den USA gelingt es sehr gut, die verschiedenen Länder in Europa gegeneinander auszuspielen. Im Moment spielt man Deutschland gegen Russland aus, natürlich im amerikanischen Interesse. Das ist das alte System von Divide et Impera, teile und herrsche. Es ist nicht das Ziel von Washington, dass die EU und Russland zusammenarbeiten und einen großen Wirtschaftsraum aufbauen, der auch noch über die größten Öl- und Gasreserven verfügt. Das wäre nicht im Interesse der USA. Punkt. Das ist so ein kurzer, kleiner Artikel darin. Ja, und ein schönes Zitat finde ich auch. Ich hatte auch noch ein Interview gefunden mit dem Oskar Freisinger. Der ist vielleicht den Schweizern sicher bekannt. Das ist ein Schweizer Nationalrat von der SVP und auch im Wallis ist er Staatsrat. Da hat er gesagt in dem Interview, ging es auch um die Sanktionen, um den Ukraine-Konflikt. Hat er gesagt, ich möchte sehen, wie die USA reagieren würden, wenn Russland in Mexiko einen Putsch anzetteln würde, der eine USA-feindliche Regierung an die Macht brächte. Denken wir nur zurück an die Kuba-Krise der 60er Jahre und wir haben einen Vorgeschmack davon. Und ich finde es schön, dass es noch solche Politiker gibt, die überhaupt so etwas sagen, sich getrauen zu sagen. Es gibt Gott sei Dank noch ein paar solche Politiker. Auch wenn sie sehr dünn gesät sind, aber mir ist es wichtig, uns ist es wichtig, solchen auch eine Stimme zu geben, weil in den Matrix-Medien, wie du sie nennst, gell, Detlef, da habe ich das nirgends gesehen. Das war auch eine alternative Zeitung, wo ich dieses Interview gefunden habe, das ist Zeitfragen. Vielleicht kennt ihr diese Zeitung, Zeitfragen heißt sie. Bringen auch sehr, sehr, ist auch eine Gegenstimme von mir aus gesehen. Einfach in Zeitungform mit sehr langen Artikeln. Wir probieren es hier mit der S&G möglichst kurz. In der Regel haben wir, wenn möglich, 10 Artikel drauf. Ich brachte jetzt nur 6 hin, weil sie etwas länger waren. Und ja, was ich noch sagen möchte, ist, was eigentlich auch die Vision ist für uns mit diesem Blatt, mit dieser S&G. Die Vision dahinter ist, dass wir eine internetunabhängige Vernetzung aufbauen mit diesem Blatt.
Aus dem Grund heißt er auch Handexpress. Handexpress. Wir sind am darauf hinarbeiten, dass wir dieses Blatt eigentlich von Hand zu Hand weitergeben können. Unser Netz ist allerdings jetzt noch zu klein, so dass wir es vom Nachbar zu Nachbar geben könnten. Aber wir sind daran, wir sind am Arbeiten. Wir sind auch daran, in Basel sind wir daran, so diverse Kioske aufzubauen. Kioske, das heißt, das ist ein Briefkastenkiosk zum Beispiel. Es hat ein paar S&G-Abonnenten, die sagen, na gut, ich mache bei mir einen Briefkasten im Milchfach unten, kann man die S&G holen, wenn man weiß, wer sie noch will, wer sie abonnieren will und so, die können dort und dort holen, kann man alles, ist alles machbar. Was? Dass es nichts kostet. Aha, ja, das, für mich ist das schon so logisch, aber ich hatte vorhin da erwähnt, frei und unentgeltlich, dieses Blatt ist kostenlos. Das kostet nichts. Das heißt, es kostet für mich das Blatt Papier und die Tinte, die ich brauche, für die Blätter auszudrucken. Und das ist ja jeder. Also wir halten es so. So viele, wie ich verteilen will von diesen Blättern, da komme ich für die Kosten selber auf. Das ist unser Prinzip darin, ja. Und der Gründer, oder, von dem Ganzen, von der S&G, hat sich überlegt, wie können wir das möglichst schnell verbreiten. Wir haben da eigentlich drei Kategorien. Wir haben einfach den Leser, der dieses Blatt liest, der das abonniert und es liest. Vielleicht gibt es noch dem Nachbar weiter oder seinen Freunden. Dann haben wir freie Verteiler, das ist die zweite Kategorie, Verteiler, die sagen sich, ich verteile es einfach an so und so viel. Wir schreiben da auch auf dem Blatt steht, bitte selbst mindestens dreimal kopieren und von Hand zu Hand weitergeben. Und dann haben wir die dritte Kategorie, das ist eigentlich für mich, oder das ist, ja, das ist die der Königsweg. So wie wir am schnellsten, eben am meisten Leute erreichen können, das ist, habt ihr sicher die meisten vielleicht auch schon gehört, der Begriff Strategie 2 Plus oder Strategie 3 Plus, 2-3 Plus. Es gibt da so eine Geschichte vom, ich glaube es ist in Indien, vom indischen König, der da mit, ein weiser Mann macht ihm einen guten Gefallen und so und er will ihm etwas schenken. Er kann wählen, was er will und er sagt dann, ja, er kommt dann mit dem Schachbrett und sagt, ja, hier rechts unten auf dem ersten Feld kommt ein Reiskorn drauf, dann auf dem zweiten zwei und immer verdoppelt. Das ist das Prinzip von Strategie 2 Plus. Am Schluss haben sie herausgefunden, ja, er müsste das ganze Meer auf der ganzen Welt müsste er Reis anbauen, damit sie diesem weisen Mann das Reis überhaupt geben könnten. Also das gibt eine Zahl, ich kann ja keine Ahnung, wie viele Nullen die hat. Und darum haben wir uns auch ausgedacht, oder respektive der Gründer der S&G hat sich ausgedacht, wenn jeder, ich bin jetzt hier als Kurier, wir nennen das Kurier, ich bin ein Kurier, und ich schaue, dass ich 2 bis 3 habe, die von mir die S&G beziehen. Und jeder von denen, 2 bis 3, schaut auch wieder für 2 bis 3. Das Prinzip kennt ihr alle. Und da, wenn das, sagen wir als Beispiel, in einem Monat jeder schaut für 3, dann geht das, das ist enorm, oder? Das kann man ausrechnen, kann man mit dem Taschenrechner ausrechnen. Innerhalb von 6 Monaten hat man da die Millionengrenze gesprengt, oder? Und ja, also wenn sich jemand von euch interessiert für diese S&G, dann dürft ihr gerne auf mich zukommen. Man kann sie bei mir auch bestellen, also abonnieren. Und ich habe mitgenommen, ich habe die letzten 3 Ausgaben habe ich dabei. Dürft ihr dann gerne auf mich zukommen. Danke vielmal fürs Zuhören. Mein lieber Martin, so schnell lassen wir dich hier nicht weg, gell? Oder? Wenn ich schon mal da bin, gell? Ja, ich wäre. Jetzt, aber die Leute, die jetzt nicht hier sind, wollen ja auch wissen, wie sie an S&G kommen können. Oh,
Das heißt, das müsstest du uns nochmal erklären, wie man das zum Beispiel übers Internet bekommen kann oder auf anderem Wege, oder? Genau, danke vielmals, dass du darauf hingewiesen hast. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ich denke also, am besten würde ich vorschlagen, auf dem Platz steht Abonnentenservice. Ich würde sagen, am besten ist, wenn wir diese Internetseite dann reingeben. Ich kann sie auch kurz sagen, das ist www.anti-zensur.info. Das ist der Abonnentenservice auf dem Internet. Und da hat es auch, denke, 2, 3 Leseexemplare, Probeexemplare drauf, wo man anschauen kann, sich ausdrucken kann. Und auf dieser Webseite kann man sich anmelden. Kann man sich anmelden für unser Netzwerk. Wie? Man kann sich anmelden. Zum Beispiel kann man sich melden und sagen, ich hätte gerne einen persönlichen Kontakt mit einem Mitarbeiter in der Nähe. Weil wir sind ja doch überall ein bisschen verteilt. In der Schweiz, auch in Deutschland, Österreich. Dieses Blatt gibt es mittlerweile auf Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Holländisch, Ungarisch, Rumänisch, Isländisch, Arabisch, Ukrainisch, Türkisch, Schwedisch und Litauisch. Wow. Und etwas ganz Wichtiges natürlich auch noch, ich sehe jetzt gerade hinten drauf auf dem Blatt, haben wir auch noch ein paar Webseiten angegeben da unten. Das ist eben die antizensur.info, wo ich angegeben habe vorhin. Und dann als zweites die Medienklagemauer. Medienklagemauer, etlichen vielleicht auch schon ein Begriff. Das ist www.klagemauer.tv. Da bringen wir auch so fast schon jeden Tag aktuelle Medienkommentare zu dem Weltgeschehen, zu den Dingen, die ablaufen. Schwerpunkt momentan ist ein bisschen der Ukraine-Konflikt. Aber auch das Ebola-Gestürm oder die Ebola-Panikmache. Also es kommt einem alles so bekannt vor, wenn man an das Schweinegrippe-Fiasko denkt. Und Medienklagemauer, ja, sehr empfehlenswert auch. Jeden Abend ab 7:45 gibt es da die neuesten Nachrichten. Ja? Super, danke dir. Mich noch mal schnell. Und ich habe jetzt auf der Rückseite gesehen, ich hatte da ja noch, wir haben immer so eben das Intro, wo ich vorhin vorgelesen habe, und hinten drauf haben wir den Schlusspunkt. Schlusspunkt hier. Und da hatte ich jetzt mal die Idee, da etwas reinzunehmen. Auszug aus einer Petition an den Schweizer Bundesrat. Stoppt die Kriegspropaganda. Und ich würde das kurz lesen noch, wenn das passt. Die Medien schüren Emotionen gegen Russland und Präsident Putin mit suggestiven Anspielungen, wie es scheint erwiesen, man geht davon aus, der Verdacht erhärtet sich, werden Russland und Putin beschuldigt. Ohne die Aussagen zu prüfen, zitieren unsere Medien die US-Propaganda. Hingegen wird nie erwähnt, was die Russen dazu sagen. Diese Manipulation beinhaltet die Gefahr, einen Weltkrieg anzustiften. Wir fordern per sofort, dass der Bundesrat die Massenmedien in die Schranken weist. Sachliche, ehrliche, ausgewogene und vor allem bewiesene Information für alle Bürger muss wieder gewährt werden. Jegliche Polemik und einseitige Anschuldigungen sind zu unterlassen. Bitte unterschreiben auch Sie diese Petition. Es geht um unser aller Wohl. Da würde ich gerne die Webseite angeben noch. Das ist www.seppzahner.ch/petition. Da kann man diese Petition mit unterzeichnen. Das ist ein Schweizer Bauer. Ich habe ihn mal kennengelernt. Ein herrlicher Mann, der da diese Petition lossiert hat. Hier haben wir noch das Kärtchen. Hat mir Lilo eins gegeben. Das Kärtchen von Medienklagemauer, wo das draufsteht. News jeweils ab 19:45 Uhr mit aktuellen Medienkommentaren.
www.klagemauer.tv oder www.kla.tv. Danke vielmals. Ja, ich wieder, ne? Heute extra viel. Was der Martin jetzt erwähnt hat, er hat irgendwas gezeigt, was die meisten nicht verstehen und sagen, was ist das? Das nennt man Blatt Papier. Ich weiß, Phänomen heutzutage, wenn man ein bisschen auf der Straße schaut, man sieht nur so, könnte man die predigen, nein, die, ja, die predigen, aber falsche Sache vielleicht an. Internetzensur ist halt Vollgas, also viele verstehen nicht, die sagen, wo ist sie, ich sehe sie nicht. Ihr müsst einfach die richtigen Seiten besuchen. Also ich besuche solche Seiten und ich rede nicht von pornografischen Seiten, bitte, damit es verstanden wird, oder rassistische Seiten. Ich rede von ganz normalen Seiten, meistens alternative Seiten, und da muss man Beispiel Seite und dann gibt es so ein Polizistzeichen, die Seite bla bla bla, die will dich auseinandernehmen, Trojaner, ja, ich bin einverstanden, das ist das Erste. Dann muss ich so ein Zertifikat runterladen, ich glaube bei deiner Seite auch. Sind Sie sicher? Ja, ich bin sicher. Und nachher unten muss ich noch ganz irgendwelche kleine Kreuze ankreuzen, dann weitergeht. Verstehen Sie? Die versuche mit allen Mitteln, auch wenn ich die Risiko kenne, wenn ich die Seite reingehen will, das ist schon Anfang, Leute. Und YouTube ist auch voll am Laufen. Deshalb ist es wichtig, ich will nicht jetzt Internet abschaffen, aber Fakt ist, wir sollten schon langsam, also langsam auf Papier ausweichen und nicht nur Papier. Also wir kommen hier alle nicht, weil wir kommen hier, weil wir uns verbinden wollen, auch menschlich, ist wichtig, wir alle hier, damit wir uns kennen, falls es Probleme gibt. Detlef hat Sachen erwähnt über eine Frau zum Beispiel. Du warst zum Beispiel auch irgendwie, wurde es eingesperrt. Stellt euch vor, wenn ihr ganz alleine seid, habt keine Sau, kennt euch und ihr werdet für 10 Franken verhaftet. Was macht ihr dann? Ihr habt kein Handy? Nein, ihr könnt nicht anrufen. Das ist wichtig, dass ihr euch kennenlernt, einander alle, ein bisschen da Smalltalk, mein Gott, ein bisschen redet. Dann weiß er, oh, warte mal, der fällt mal, was ist mit dem los, wo ist es los und so weiter. Alleine seid ihr so ein leichtes Ziel, ihr müsst nur die Natur anschauen. Die Wölfe jagen Rudel, einzelnes Reh, so läuft das, es ist nicht anders hier. Und die Wölfe sind da draußen, wir sind halt, Rudel ja auch hier. Fakt ist, einfach versucht mehr Bücher zu lesen, wenn es geht natürlich, weil es steht nicht alles im Internet drin, es steht nicht und wird niemals stehen, das müsst ihr akzeptieren. Oder zum Beispiel Express-Zeitung habe ich neulich entdeckt. Das ist auch eine Zeitung, kommt einmal im Monat raus, kommt auch solchen Themen. Oder das Papier, S&G, und ich habe jetzt noch eins gehört. Ich weiß nicht, von wem, ich habe auch eins gehört, muss ich nochmal schauen. Ich werde diese Sendung zum Beispiel jetzt morgen zum Beispiel nochmals alles anschauen, was ich nicht verstanden habe. Zum Beispiel, da werde ich dieses, es gibt Papier, Leute, versucht das Papier zu sammeln und tut euch mit Menschen verbinden. Wenn das mit Internetzensur, Leute, das ist voll am Anmarsch. Das ist so. Und ihr versteht es nicht, weil ihr seid nicht betroffen, ihr kennt es nicht. Aber irgendwann kommt es und heißt es, ihr habt kein Internet, ihr habt einfach Internet und plötzlich habt ihr keine Internetverbindung. So läuft es, Leute. Dann ruft ihr da an, dann heißt es so, ist mir schon passiert, dreimal, weiß nicht wieso, ich mache fast gar nichts. Ja, ihre Internetverbindung steht. Dann rufe ich da noch 2 Tage an und dann läuft sie plötzlich irgendwann. Ey. Das ist, nachdem ich ein paar Anrufe betätigt habe anscheinend. Ey. Also das geht ruckzuck, Leute. Man stellt euch einfach knallhart Internet ab. Ey. Das geht. Und deshalb muss ich mit Menschen verbinden, auch reden. Ich habe von Mahnwache so viele Sachen gelernt, zum Beispiel, die ich im Internet niemals hätte gefunden. Niemals hätte ich sie gefunden. Das sind so Kleinigkeiten, 2, 3 Sätze, die stellt man nicht im Internet. Das ist Lebensweisheiten. So, das ist von meiner Seite. Und das ist auch ein Grund, wieso ihr herkommen könntet oder solltet. Es bringt euch weiter. Dankeschön. So, ich denke, es ist auch nochmal wichtig, dass wir auch die aktuellen Dinge noch einmal richtig interpretieren. 2 Bereiche verfolgen uns seit geraumer Zeit. Das eine ist ISIS oder IS oder ISIL. Da haben wir beim letzten Mal bei der Montagsdemo hier in Basel im Anschluss an unsere Versammlung hier auch nochmal eine extra Demonstration am Marktplatz in Basel
aufgenommen, auch als Video zu sehen mit einem Interview, wo uns jemand die Probleme darstellte, die also für die Menschen, die in dem sogenannten Kurdistan leben, das ist an der syrisch-türkischen Grenze, die erleben in der Region Kobane, die also von solchen ISIL oder ISIS oder IS-Truppen, Terroristen, wollte ich sagen, angegriffen werden. Wobei wir ja alle wissen, dass diese vom Westen finanziert und ausgebildet wurden und werden. Denn auch Saudi-Arabien gehört zum Westen, ein ganz großer Allianzpartner von den Vereinigten Staaten von Amerika, ist speziell Busenfreunde mit der Bush-Familie. Und wir wissen, Bushs Familie ist alles Merowinger. Wer die Merowinger-Geschichte nicht kennt, kann sich eins meiner Videos anschauen. Vorletztes Mal haben wir darüber gesprochen. Die Merowinger sind diejenigen, die bekanntermaßen hier großen Einfluss haben auf dieser Erde, dieser Welt, eine Familie, die weltweit aktiv ist, die global aktiv ist, und die Bushes beispielsweise gehören dazu. Auch die merkwürdige Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär und zum US-Präsidenten, die uns immer vorgezeigt wird, das bleibt meist auf der Stufe des Tellerwäschers stehen. Da sind Millionen, sind Tellerwäscher, aber die Millionäre sind schon knapper, und davon ist auch keiner US-Präsident geworden, der nicht wenigstens die Merowinger Blutkonserven hat. Ja? Also insofern ist das immer alles relativ, und insofern möchte ich hier auch nochmal auf ISIS zu sprechen kommen. Diese ISIS-Truppen sind also im Auftrag der neuen Weltordnung unterwegs. Wer das bezweifelt, kann sich einfach nur mal folgende Frage stellen. Und das ist eine ganz vernünftige, eine ganz logische Frage. Wenn du Terrorist wärst und du wärst gegen, sagen wir mal, die Vereinigten Staaten von Amerika oder gegen irgendeine solche Nation, weil du eben die überfallen willst, ja, wen überfällst du dann? Überfällst du ja einen General oder eine Militäreinrichtung oder ein Regierungsgebäude oder eine Erdölanlage, aber die muss dann in Amerika sein, nicht in Kurdistan? Oder überfällst du den Mann, die Frau, das Kind auf der Straße? Was würdest du tun als Terrorist, um dein Zeichen zu setzen? Diese Frage kann sich jeder mal kurz durch den Kopf gehen lassen. Ich liefere die Antwort. Ja? Also zu ISIS. Letzten Donnerstag am Nachmittag, so um 2 Uhr, am Bahnhof SBB, da war eine kleine Demo. Ich dachte, was sind das für Typen? Mahnwache! Habe ich zuerst mal gedacht, geh mal ran. Und da brüllt einer im Mikro, ISIS stoppt, ISIS stoppt, ISIS, aber ganz laut, mit Mikro, Megafon. Und da liegen irgendwelche Mädchen am Boden, symbolisch, quasi als hingerichtet, keine Ahnung. Und da sitzt eine Gruppe rum, so circa 30 Leute. Und da fährt einer am Bahnhof so ein Zettelchen. Der verteilt und diskutiert mit der Frau. Ich habe fast einen Zettel ihm aus der Hand gerissen, angeschaut, es ist ganz rot. ISIS, du bist der Nächste mit Blutzeichen. Hatte ich, Alter. Also Panikmacherei. Also, und dann soll mir einer erklären, wie die putzigen 30.000 ISIS von dort drüben hier hochkommen und ganz Europa wegsägen. Das will ich mal hören, ne? Also allein aus logistischer Hinsicht, ey. Also da muss schon einer richtig da mithelfen, ne? Nur so, weil das letzte Zeit in Basel ist irgendwas was los hier, richtig, ne? Was ISIS angeht. Ja, also mal auf daneben. Ja, Panikmache, das ist durchaus denkbar. Denn wie viele Generäle von den Vereinigten Staaten von Amerika wurden hingerichtet? Wie viele Regierungsgebäude der Vereinigten Staaten oder ähnlichen anderen Ländern wurden in die Luft gesprengt? Wie viel, sagen wir mal, Politiker oder sonst wie wurden entführt? Bis jetzt sind nur Zivilisten aufs Korn genommen worden, und da speziell, wenn die Geschichten alle stimmen, wir können es ja nicht alles 100% überprüfen, in der Regel Frauen und Kinder und Männer, also Zivilisten,
keine wesentlichen militärischen Installationen oder regierungs- oder politischen Leute, die irgendwie Aufmerksamkeit erregen würden, wenn irgendein Anschlag geplant wird. Das zeigt, dass diese ISIS-Leute überhaupt gar nicht gegen andere Regierungen oder Politik oder so vorgehen wollen, sondern gegen das stinknormale Volk kämpfen. Und da kann man einfach nur sagen, das legt den Verdacht nahe, dass es sich auch hier um eine regierungszugelassene Terroraktion handelt. Weil die haben die Macht darüber. Und diese paar Flüge, die dort gemacht werden oder wurden von Militärs auf dieses Gebiet in Kobane, um angeblich ISIL-Kämpfer oder IS-Kämpfer abzuhalten, davon die Kurden abzuschlachten oder dort zu vertreiben, das hält sich auch in Grenzen. Ne? Das sind so ein paar kleine Schlägchen, ne? Mal hier und da, da weiß man auch nicht, wen sie getroffen haben. Also hier ist Vorsicht angesagt. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass es eben hier auch gar keine echten Angriffe gegen ISIS gegeben hat seitens der Regierung, sondern irgendwie nur so Alibi-Sachen oder vielleicht wurden auch irgendwelche anderen Leute da beiseite gebracht, die vielleicht störten im Programm. Aber unabhängig davon, das ist also etwas, was außerordentlich auffällt. Und ich weiß nicht, warum ihr und warum die Welt sich diese Fragen noch nicht gestellt hat, dass die Opfer alle Zivilisten sind. Also da stimmt irgendwas nicht in der ganzen ISIL- oder ISIS-Strategie. Wenn man dann doch irgendwas bewegen wollte, müsste man andere Ziele auswählen. Das nächste ist Ebola. Das wurde auch schon erwähnt heute bei einigen Beiträgen. Inzwischen ist ja klar, dass irgendetwas nicht stimmt an dieser ganzen Geschichte. Nicht nur an der sogenannten Krankheit selbst. Wir wissen, es ist ein US-patentierter Biokampfstoff. Die Unterlagen sind für jeden frei zugänglich, einsehbar, im Internet sogar herunterladbar. Ich habe auch schon das bei mir veröffentlicht. Der andere Punkt ist, alle Grenzen sind weit offen. Die Vereinigten Staaten sind weit offen, obwohl jetzt gerade eine Schlagzeile kam. Die USA sehen sich einer Verbreitung von Ebola entgegen. Es gab schon mehrere Fälle und so weiter. Der CDC-Chef Herr Frieden, der heißt Herr Frieden, ja. Gut, auf Englisch würde es Peace heißen, Mr. Peace, Peacemaker vielleicht, naja. Der also gesagt hat, na, wir brauchen den Verkehr nicht aufhalten, das ist nicht nötig. Und also alles wird offen gehalten. Das heißt, eine Weiterverbreitung dieser sogenannten sehr gefährlichen Krankheit ist also vorprogrammiert. Dann werden Militäreinheiten von verschiedenen Nationen, inzwischen soll auch die BRD-Bundeswehr dahin, nach Westafrika geschickt werden, ne, um dabei Ebola zu helfen. Oh, vielleicht wollen sie Ebola mit dem Maschinengewehr niederhauen oder was? Keine Ahnung. Also alle sind dahin, wahrscheinlich, weil es dort eine Menge Ressourcen gibt, wie das Öl und andere Dinge, die man dringend braucht, um seine eigenen Bilanzen ein bisschen zu schönen, oder? Also diese Sache stinkt und dieses Militär, was dort hingeschickt wird, ist natürlich ein Versuchskaninchen. Denn wenn die zurückkommen, dann werden die hier dann ordentlich alles noch weiter helfen mit zu verbreiten. Außerdem werden die natürlich vorher Schutz geimpft. Also es gibt kein Militär raus, kein einziger Soldat, der nicht so und so viele Spritzen in sich ertragen muss. Und meistens, und das wissen wir, sind diese Zwangsimpfungen, das ist ja eine Zwangsimpfung für diese Soldaten, weil die haben keine Wahl. Wenn sie es nicht tun, werden sie da nicht hingeschickt oder müssen den Dienst quittieren. Die also dann zwangsgeimpft werden mit in der Regel bereits scharfen Erreger. Denn das ist das, was in diesen Impfungen passiert. Also ich denke mal, hier werden wir noch Interessantes erleben. Wir müssen aufpassen, ob das da nicht auch vielleicht wieder ein Hype ist, also ein Aufregen über etwas, was gar nicht stattfindet und oder aber wieder eine Koppel sein soll, wo sie uns alle zusammentreiben, damit wir auch den Schuss kriegen, damit wir auch krank werden können. In dem Sinne, der Frieden fängt auch dort an, indem wir sagen, niet oder nein
oder no oder no no. Hä? Das wollen wir nicht. Also insofern danke ich für euer klasse Dabeisein. Ich bin froh, dass wir so viele engagierte Menschen hier haben und dass ihr da draußen uns helft, dass diese Informationen weiter verbreitet werden. In dem Sinne ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Ciao, ciao.